ich stelle mir zum Beispiel oft vor, wenn ich meine Sachen mache, meine Projekte, meine Bilder, meine Filme, dass ich ein Außerirdischer wäre, der die Menschheit noch nie gesehen hat. Wie würde ich die Menschheit sehen? Wir Menschen haben uns längst an alles gewöhnt, aber im Prinzip machen wir die ganze Zeit völlig absurdes Zeug. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Das heißt, wir hatten das zu Hause immer um uns rum. Filme, basteln, malen, Dinge bauen, Welten bauen irgendwie. Und mein Kinderzimmer war immer auch so eine Experimentierstätte. 3, 2, 1. Wir haben dann unsere eigenen Stop-Motion-Filme gemacht, eigene Fernsehshows. Und ich habe mir dann mein eigenes Video-Equipment noch aus Pappe dazu gebaut. Und meine Mutter hat dann, wo wir eigentlich wenig Geld hatten, sich sozusagen irgendwie von der letzten Mark für mich einen Computer gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht hat die irgendwie geahnt, dass sich das vielleicht mal lohnt. Ich wurde dann so mit 12, 13, 14 ein absouter Technik-Freak, hab mich da in Computern eingebaut und seitdem geht bei mir alles Richtung Kino. Das ist so ein gewisser Stil, dass ich ganz wenig mit lebendigen Wesen, also im 3D-Animationssinne arbeite, sondern fast nur mit, ich würde mal so sagen, Hard Surfaces, also quasi Objekten, Hintergründen, Häusern, Autos, also harter Materie. Man kann die bewegen, vervielfältigen, aufklappen, vergrößern. Oft ist es eine Art geometrischer Humor oder eine Geometriespielerei. Das ist dann so mein Toolset, um bestimmte metaphorische Gedanken, Philosophien, auch Ideen, Träume ins Bild irgendwie umzusetzen. Eigentlich würde ich sagen, ich habe einfach nie aufgehört zu spielen. Einmal riefen tatsächlich die Studios an und Agenten und wollten mit mir große Filme machen. Ich war damals erstmal überfordert, was, jetzt soll ich aber mal einen großen Hollywood-Blockbuster machen, das geht ja gar nicht. Also ich wusste gar nicht, wie. Und habe mich aber seitdem in den letzten 10 Jahren darauf zubewegt. Mein Traum ist es, einen großen Film zu machen, der auch für ein großes Publikum funktioniert, der aber trotzdem in sich irgendeine neue Idee, irgendwas transportiert, worüber alle bisher noch nicht nachgedacht haben und es nicht zum reinen Entertainment-Spektakel macht, sondern wirklich einen Gedanken pflanzt. Dann lasse ich mir lieber noch ein paar Jahre mehr Zeit und arbeite da mehr dran, aber ich will genau das machen. Muss man mal sehen, das wird nicht einfach. Mein Name ist Till Nowak und ich bin Digitalkünstler. Ich spiele mit der Wirklichkeit.